Katastrophenwarnung für ganz Nicaragua. Besonders schlimm war die Lage in Nicaragua, wo starker Regen in den vergangenen 2 Wochen bereits die Flüsse zum Anschwellen gebracht und das Erdreich aufgeweicht hatte. Für das gesamte Land galt eine Katastrophenwarnung, alle Schulen waren geschlossen. 2 Frauen und ein Mann, die für das Gesundheitsministerium des Landes arbeiteten, seien bei einem überfluteten Kanal im Bezirk Juigalpa von den Wassermassen mitgerissen worden, sagte Murillo. Ein Sprecher des US-Hurrikanzentrums erklärte, der Sturm könne in Nicaragua bis zu 50 cm an Regen mit sich bringen und damit eine gefährliche Überschwemmung verursachen. Nate erreichte am Donnerstagnachmittag eine Windgeschwindigkeit von bis zu 65 km/h und sollte in der Nacht noch weiter an Stärke gewinnen.